Karin Ulrich, du bist unsere Elementor-Frau. Wie genau ist deine Beziehung zur Firma hinter Elementor? Ich bin Elementor Community Leader hier von Bern. Das heißt, ich leite die Meetups in Bern von Elementor und ich stehe natürlich in engem Kontakt mit den Elementor-Mitarbeitern. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich angestellt bin bei Elementor, überhaupt nicht. Ich bin einfach mit Freude dabei. Zum guten Glück würde ich sagen, wir brauchen dich. Nun, Elementor hat heute eine große Ankündigung gemacht, und zwar die Elementor Cloud. Was genau ist das? Elementor Cloud ist eine Plattform, wo du deine Seite hosten kannst und direkt das WordPress und Elementor Pro und das Ganze schon installiert ist, dass du dich wirklich nur aufs Kreative konzentrieren kannst. Gehört noch mehr dazu, weil Hosting von WordPress und Elementor, da gibt's, das gibt es ja überall. Ich kann ja ich kann ja Elementor einfach überall installieren, wo ein WordPress läuft. Ja, das SSL-Zertifikat ist schon bereits zur Verfügung gestellt. Du hast ein Daily Backup, also jeden Tag ein Backup, das durch Elementor ausgelöst wird. Du hast einen sogenannten Sitelock, nennen sie das, also ein Passwort, das deine Webseite schützt. Wenn du noch im Aufbau bist oder die Kunden das noch nicht sehen dürfen, ist das natürlich sehr hilfreich. Du hast einen Premium-Support, der im Moment auf die Zeitzone in Europa zugeschnitten ist. Das heißt, von 7 morgens bis 11 Uhr abends steht das zur Verfügung. Das heißt, ein Support-Team, das wirklich nur für die Elementor Cloud aufgebaut wurde, steht eigentlich für dich zur Verfügung. Das ist ja wunderschön, wenn mal Europa zuvor steht. Warum ist das so? Wo ist denn überhaupt Elementor zu Hause? Elementor kommt aus Israel, der Hauptsitz ist dort in Tel Aviv und das ist natürlich klar, dass sie das zuerst für die ganz nahen Kunden machen. Was ist deine liebste Funktion in Elementor? Meine liebste Funktion, oh, schwierige Frage. Ich würde sagen, dass man ganz schnell etwas mega Cooles zusammenklicken kann, einfach mit weniger Aufwand. Und ich würde sagen, was eines von meinen Highlights ist, sind ganz klar die Global Colors und die Global Fonts, die sie jetzt neu beim 3.0 reingebracht haben. Das finde ich sehr cool und wurde auch mal Zeit. Was heißt das, Global Colors und Global Fonts? Das heißt, dass ich Voreinstellungen machen kann, was die Farben angeht, die Schriften angeht und so weiter. Also ich kann eigentlich voreinstellen, wie der H1-Titel aussieht und so weiter. Und dafür muss ich nicht mehr ins CSS gehen. Lieben Dank, Corinne, Mrs. Elementor. Sehr gerne, danke auch.